Aber unsere CSU ist nicht nur eine politische Partei, sie ist eine politische Familie, eine Gemeinschaft für alle, die gerne in Bayern leben und wollen, dass Bayern Bayern bleibt. Und genau deswegen macht es mir auch eine so große Freude, CSU-Generalsekretär zu sein. Und dieser Rechenschaftsbericht ist gleichzeitig auch eine Danksagung. Ich danke euch allen, dass ihr mich in dieser Funktion so herzlich aufgenommen habt und unterstützt. Ich danke dem Parteivorsitzenden, dir, lieber Markus Söder, für dein Vertrauen. Ich danke auch meiner Stellvertreterin Tanja Schorra-Dreemel für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Und ich danke allen Orts-, Kreis- und Bezirksverbänden, allen, die für uns draußen, für unsere Partei und unsere Politik eintreten, bei Veranstaltungen, an den Infoständen, bei den Bürgergesprächen. Ich danke all unseren haupt- und ehrenamtlichen kommunalen Mandatsträgern, unseren Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen, unseren Foren und Kommissionen. Und ich danke auch all unseren Kolleginnen und Kollegen in der CSU-Landesleitung und in der Außenorganisation für eure Leistung, euren Einsatz und dass wir so ein gutes Team sind. Die politischen Inhalte und die Strategie sind das eine, aber ohne die Ausstattung und den Service der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesleitung und der Außenorganisation wäre das alles nicht möglich. Uns ist es ein großes Anliegen, euch für die Arbeit vor Ort noch mehr zu unterstützen. Und dazu haben wir in den vergangenen Monaten auch einiges auf die Beine gestellt, zum Beispiel die Durchstarterpakete 1 und 2 mit Unterstützung für Mitgliederwerbung, Veranstaltungsleitfäden, Equipmentausleihe und vieles mehr, um auch die Parteiarbeit nach der Corona-Zeit wieder zu intensivieren. Wir haben das CSU kreativ ausgebaut, um euch modern und bestmöglich bei Werbemitteln und grafisch zu unterstützen. Wir haben den Fanshop aktualisiert, damit ihr auch Werbemittel für eure Arbeit besorgen könnt. Ein neues Ortsvorsitzendenhandbuch, damit auch unsere Ortsvorsitzenden optimal gerüstet sind bei allem, was im Verband zu tun ist. Danke auch an all unsere langjährigen Ortsvorsitzenden und die vielen Neuen, die dieses Amt im letzten Jahr übernommen haben. Danke für Ihren Einsatz. Danke für euer Engagement. Wir haben ein Mitgliedercockpit entwickelt, sozusagen unsere digitale Parteizentrale mit exklusiven Infos und Mitmachmöglichkeiten. Wir haben eine Mitgliederwerbeaktion gestartet, damit wir unsere rund 130.000 starke Gemeinschaft weiter vergrößern. Zusammen mit unseren Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen sind wir rund 170.000 Menschen, die für unsere Politik eintreten. Und meine dringende Bitte ist, werbt auch weiterhin Mitglieder für die CSU, für die 8 Arbeitsgemeinschaften und für die 12 Arbeitskreise. Wir haben einen CSU-Campus entwickelt, unsere digitale und analoge Schulungsoffensive von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit über Finanzen bis hin zu Social Media und Datenschutz, halt all das, was für die Verbandsarbeit zu tun ist. Wir haben Digitalbeauftragte eingeführt, damit wir auch an den digitalen Stammtischen besser aufgestellt sind und hier auch sozusagen unsere Positionen vertreten können. Wir sind auch stolz darauf, dass wir viele starke Frauen in unserer Partei haben. Mit 21,8% Anteil weiblicher Mitglieder wollen wir aber noch besser werden. Wir haben erfolgreiche Frauen auf allen Ebenen. Danke an die Frauenunion, danke an die Uli Scharf und deine Mitstreiterinnen. Lasst uns gemeinsam dafür arbeiten, den Frauenanteil weiter zu erhöhen. Wir sind auch die Partei der Jugend. Die JU Bayern hat auf der kommunalen Ebene große Erfolge. Zu Beginn der Legislatur sind über 800 kommunale Mandatsträger, darunter unter anderem 59 JU-Bürgermeister. Was nichts anderes bedeutet, unsere junge Union stellt mehr Bürgermeister in Bayern als die Grünen. Das ist Basis, das ist Verwurzelung. Danke an Christian Dohleschal und seine Mannschaft, der ich mich auch immer noch von Herzen verbunden fühle. Und wir verbinden Generationen. Danke an die Seniorenunion für den engagierten Einsatz für unsere Senioren. Danke für die zahlreichen wertvollen Impulse für unsere Parteiarbeit. Wir wertschätzen den großartigen Erfahrungsschatz,
Danke an den langjährigen Landesvorsitzenden Thomas Goppel und seinen Nachfolger Franz Mayer. Dankeschön. Und wir sind natürlich auch eine inklusive Partei, eine Partei für Menschen mit Behinderung. Und deswegen möchte ich gerade hier in Augsburg auch ein herzliches Dankeschön sagen unserem Benedikt Lika, der in Augsburg im Stadtrat ist und der sehr viel geleistet hat für den Ausbau des Forums Menschen mit Behinderung zum Kompetenzteam für Behindertenpolitik und Barrierefreiheit in der CSU. Wir haben eine Plattform entwickelt, Kommunal Digital. Das ist unsere neue digitale Antragsbörse mit Musteranträgen für die Kommunalpolitik. An dieser Stelle ein Dankeschön an alle Kommunalpolitiker in unseren Reihen. Wir haben Musterreden entwickelt für das Mitgliedercockpit, modular aufgebaut mit verschiedenen Themenbereichen, damit wir euch vor Ort noch stärker unterstützen können, wenn es darum geht, die Argumente für die CSU zu vertreten. Wir haben auch Mustergrußworte für unsere Ortsvorsitzenden zu verschiedenen Anlässen. Ganz aktuell ist das Grußwort für den politischen Herbst online. Newsletter für Funktionsträger und natürlich die politische Akademie der CSU, die neue CSU-Akademie, damit wir auch unseren politischen Nachwuchs entsprechend fördern können. Wir haben das modernste Einladungsmanagement mit unserem CRM-System, unsere Kommunikation für einen zukunftsfähigen und datenbasierten Wahlkampf. Wir haben ein einzigartiges Online-Buchungsprogramm für Schatzmeister, um auch hier die wertvolle Arbeit da noch leichter zu machen. Das alles ist natürlich die perfekte Basis, um wieder richtig durchstarten zu können und unser Motto näher am Menschen wieder richtig leben zu können. Unsere engagierten Verbände und wir als Landesleitung haben gemeinsam vieles auf die Beine gestellt. Lasst mich dazu ein paar Beispiele nennen. Die Stammtischtour unseres Parteivorsitzenden digital und vor Ort, um zu hören, was unsere Mitglieder bewegt. Landrat- und Bürgermeistergespräche, einen Parteiausschuss in Würzburg im April mit einem ganz starken außenpolitischen Leitantrag. Liebe Tanja Schorath-Remel, unsere gemeinsame Zuhörtour durch alle Kreisverbände, bei der wir jetzt schon fast 70 Termine absolviert haben. Viele weitere sind in Planung. Wir waren schon unterwegs von Aschaffenburg bis Rosenheim, vom Allgäu bis nach Amberg. Uns ist wichtig, was unsere Mitglieder und die Menschen vor Ort bewegt. Uns ist wichtig, dass wir näher am Menschen leben. Uns ist wichtig, dass wir diesen Austausch mit unseren Mitgliedern, mit den Verbänden vor Ort pflegen und intensivieren. Danke auch an alle, die vor Ort engagiert sind und sich einbringen und deutlich machen, die CSU, sie ist und bleibt näher am Menschen. Und unser Parteivorsitzender hat es gerade angesprochen, wie wichtig es auch ist, vor Ort zu sein, präsent zu sein. Und Markus Söder ist ja hier wirklich auch mustergültig mit gutem Beispiel vorangegangen. Blicken wir zurück auf die Bierzelt-Saison in diesem Jahr. Markus Söder hat wieder viele Kundgebungen gerockt. Das war wirklich großartig. Wir haben in diesem Jahr auch wieder einen Neumitgliederempfang veranstaltet. Für alle, die da aktiv sind, kann ich nur sagen, es waren in diesem Jahr über 400 Neumitglieder zu Gast in der CSU-Landesleitung. Danke an alle, die beigetreten sind und auch für unsere Mitglieder werben. Und wir hatten dieses Jahr auch zwei ganz besondere Veranstaltungen. Lieber Markus Söder, es war deine Idee, unsere Mitglieder, die 50 Jahre in der CSU sind, auszuzeichnen und zu ehren. Zum einen im Juli in München und im Oktober in Nürnberg. Und es war schon sehr bewegend und sehr berührend zu sehen, wie sehr sich auch unsere Mitglieder gefreut haben, wie froh sie waren, dass sie dieses Zeichen der Wertschätzung bekommen. Es war wirklich eine emotional auch sehr, sehr schöne Geste, zwei wunderbare Veranstaltungen. Und auch der Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle, die unserer Partei so lange schon die Treue halten. Wir hatten eine Premiere wieder mit der Kinotour unseres Parteivorsitzenden Söder persönlich vor kurzem in Nürnberg. Und all das zeigt doch, das Konzept Volkspartei,
Das ist nicht tot, das Konzept Volkspartei, es lebt. Das Konzept Volkspartei ist notwendiger denn je, denn das Konzept Volkspartei bedeutet Themen verbinden und Menschen verbinden. Und deswegen ist doch völlig klar, das Konzept Volkspartei kann für Bayern einzig und allein lauten: Wir sind und bleiben als CSU die einzige, die große, die echte Volkspartei für den Freistaat Bayern. Und auch wenn es natürlich gut ist, dass wir wieder rausgehen können zu den Verbänden, zu den Mitgliedern, zu den Menschen, so gilt es auch im digitalen Bereich aktiv zu sein, präsent zu sein. Wir haben unsere digitalen Formate natürlich weiterhin gestärkt und ausgebaut. Wir sind die digitalste Partei Deutschlands mit einem eigenen Studio für Digitalproduktionen. Wir waren hier schon immer Innovationstreiber. Corona hat aber hier noch einmal als Beschleuniger gewirkt. Ich möchte an der Stelle auch herzlich danken Markus Blume, der in seiner Zeit als Generalsekretär hier so vieles auf die Beine gestellt hat. Mit verschiedenen digitalen Formaten wie CSU Live, Facebook oder Instagram Live, Huber hört zu, indem ich Fragen aus der Community beantworte, Michaela Kaniba war erst vor kurzem zu Gast, beantworte ich auch besondere Fragen aus der Community und stelle mich hier auch den aktuellen Themen, die unsere Mitglieder und die entsprechenden Nutzerinnen und Nutzer auch bewegen. Wir sind auch immer wieder Vorreiter und Taktgeber. Wir sind zum Beispiel die erste Partei auf TikTok. Wir sind digital stark und steigern uns, wenn wir uns beispielsweise die Followerentwicklung anschauen für die CSU. Über 600.000 Menschen folgen uns in den sozialen Medien. Aber eins ist natürlich auch klar, die absolute Nummer eins in diesem Bereich ist unser Parteivorsitzender und Ministerpräsident Markus Söder. Er hat fast 1 Million Follower in den sozialen Medien und ist damit eine absolute Benchmark. Mir ist wichtig, dass wir auf unseren Kanälen all das posten, was uns ausmacht. Unsere Inhalte und das, was wir für Bayern und für Deutschland tun. Und das ist eine ganze Menge. Übrigens, auch heute könnt ihr posten, alles rund um unseren Parteitag unter dem Hashtag CSUPT22. Wir sind die bürgerliche Kraft gegen links. Das machen wir auch mit unseren erfolgreichen Posts deutlich. Ich frage mich, arbeitet Olaf Scholz in alter SPD-Kanzlertradition schon auf einen chinesischen Lobbyjob hin? Anders ist das, was Scholz mit unserer Infrastruktur macht, nicht zu erklären. Scholz verkauft Deutschland, wenn er den chinesischen Präsidenten demnächst als lupenreinen Demokraten bezeichnet. Dann wissen wir, was los ist. Und wir alle wissen ja, Olaf Scholz vergisst ja gerne auch mal was. Er ist das verwelkende Vergissmeinnicht im Kanzleramt. Und lieber Alex Dobrindt, ich habe gehört, ein Scholz ist mittlerweile sogar schon eine eigene Maßeinheit. Ein Scholz ist der Abstand zwischen zwei Gedächtnislücken. Und während Olaf Scholz selbst vieles vergisst, so ist die Ampel zu vergessen. Die Ampel ist zu vergessen, wenn es um Regierungsfähigkeit geht. Die Ampel ist zu vergessen, wenn es um Handlungsfähigkeit geht. Die Ampel ist zu vergessen, wenn es um Krisenmanagement geht. Die Ampel ist zu vergessen, wenn es um Deutschland geht und wenn es um Bayern geht. Die Ampel ist schlicht und ergreifend zum Vergessen. Sie kann es nicht. Und bei den Grünen gilt Ideologie vor Verantwortung. Wir alle erinnern uns an den legendären Talkshow-Auftritt von Robert Habeck, wo er deutlich gemacht hat, er ist nicht Wirtschaftsminister, er ist Abwirtschaftsminister. Und wenn er über Insolvenzen spricht, meint er vor allem auch seine intellektuelle Insolvenz. Das ist das Problem, das wir im Bund haben. Robert Habecks absolute Überheblichkeit, Naivität und Arroganz gegenüber all jenen, die unsere Wirtschaft am Laufen halten. Denn wir sind die Partei all jener, die morgens aufstehen, zur Arbeit fahren und dieses Land am Laufen halten. Und die Grünen sind die Partei all jener, die sich nachmittags auf die Straßen kleben und blockieren. Schwarz und Grün geht nicht zusammen. Und wenn die Grünen sagen, Regionalinteressen vertreten ist altes Denken, ist CSU-Denken,
dann frage ich mich, mit welchem Anspruch, mit welcher Motivation wollen die Grünen eigentlich Politik machen? Wer bayerische Interessen nicht vertreten will, der braucht auch keine Verantwortung für Bayern übernehmen. Und wir lassen es uns auch nicht madig machen, dass wir bayerische Interessen vertreten. Denn bayerische Interessen vertreten ist nicht altmodisch, das ist zeitlos, das ist unser Auftrag, unsere Mission, gemeinsam mit euch für unsere Heimat zu kämpfen. Wir tun das, die Grünen wollen das nicht einmal. Oder wenn wir die FDP nehmen, dann müssen wir halt auch feststellen, sie ist kein bürgerliches Korrektiv, sie steht Spalier für linke Politik. Und wenn früher bei Christian Lindner gegolten hat, lieber nicht regieren als schlecht regieren, dann können wir einfach nur feststellen, heute macht er beides. Die Ampel ist im Dauerstreit, bei allen Themen streiten sich FDP, Grüne und SPD. Nur bei einem Thema sind sie sich einig, nur beim Kiffen sind sie sich einig, aber anders lässt sich das wahrscheinlich in der Koalition auch nicht ertragen. Es ist absurd, was die Ampel liefert. Eine Gaspreisbremse, die erst kommt, wenn die Heizsaison vorbei ist, das ist so sinnvoll, wie Sand in die Wüste zu kippen. Was wir wollen, was wir brauchen, das ist eine Bundesregierung, die die Sorgen der Menschen ernst nimmt. Wir brauchen eine Bundesregierung, in der Leistung etwas wert ist. Wir brauchen eine Bundesregierung, die die Menschen sein lässt, wie sie sind, genauso wie wir in Bayern Politik machen. Wir haben als CSU starke Inhalte. Wir haben im Juni einen 15-Punkte-Plan verabschiedet, sicher, sozial und stark durch die Krise. Wir haben im Juni vorgeschlagen, ein Winterwohngeld einzuführen. Wir haben im Juni vorgeschlagen, die Laufzeiten der Kernkraftwerke zu verlängern. Wir haben im Juni vorgeschlagen, eine Gaspreisbremse zu entwickeln. All das wurde von der Ampel verschleppt. All das wurde von der Ampel nicht angepackt. Das ist das Problem, dass die Ampel nur zögert und zaudert. Wir haben vor kurzem noch einmal einen 10-Punkte-Plan vorgestellt von unserem Parteivorsitzenden Markus Söder zur Bewältigung der Krise. Wir haben hier auch noch einmal deutlich gemacht, es braucht eine Spritpreisbremse und den Strompreisdeckel. Wir haben, Markus Söder hat es angesprochen, einen Flyer herausgegeben zu den erneuerbaren Energien. Weitere Flyer zu weiteren Themen werden folgen, denn wir wollen immer wieder deutlich machen, Bayern ist die Nummer eins in allen Politikbereichen und wir lassen uns von der Ampel nicht irgendwie das tatenlos zuschauen, wenn die Ampel sagt, Bayern würde dann nicht an der Spitze stehen. Wir sind Spitze im Bereich der Energie, der erneuerbaren Energien. Wir müssen uns da nicht verstecken und jüngst musste das sogar Robert Habeck selber eingestehen. Wir haben einen Flyer entwickelt, 15 Punkte für die CSU, aufgeschlüsselt auf sämtliche Themenbereiche, als Unterstützung auch für euch vor Ort im Einsatz, wenn es darum geht, die CSU zu vertreten und neue Mitglieder zu werben. Wir haben auch einige Online-Kampagnen entwickelt. Energiepreisbremse, jetzt war eine große Kampagne. Blackout verhindern, wo wir uns noch einmal dafür eingesetzt haben, die Laufzeiten der Kernkraftwerke zu verlängern. Und ganz neu, erst in diesen Tagen gestartet, Leistung muss sich lohnen, denn wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Wir arbeiten an einem neuen Grundsatzprogramm für ein neues Miteinander unter der Leitung von Anja Weisgerber und Gerhard Hopp. Ich möchte beiden an der Stelle auch ganz herzlich danken für ihren immensen Fleiß, für ihre großartige Tour durch alle Verbände. Ihr seid wirklich permanent unterwegs in ganz Bayern, überall, wo ihr angefragt werdet, seid ihr da, diskutiert mit unseren Mitgliedern, was das neue Grundsatzprogramm enthalten soll. Auch dafür an der Stelle, liebe Anja, lieber Gerhard, ein herzliches Dankeschön. Wir haben, liebe Tanja, erst vor kurzem auch eine eigene Veranstaltung durchgeführt in der CSU-Landesleitung, einen Wasserstoffgipfel, wo wir auch deutlich gemacht haben, wir wollen, dass Bayern zum Drehkreuz wird für die Wasserstofflogistik. Wir wollen, dass Bayern hier in der Zukunft eine gesicherte Versorgung hat und eben auch die Potenziale nutzen kann, die in der Logistik des Wasserstofftransports auch liegen. Wir machen das alles, weil uns Bayern am Herzen liegt, weil uns unsere Heimat am Herzen liegt. Aber natürlich haben wir auch schon das Jahr 2023 im Blick mit der Vorbereitung
auf die Landtags- und Bezirkstagswahlen. Wir stecken in den Vorbereitungen schon mittendrin. Wir haben eine starke Vernetzung der parlamentarischen Ebenen, insbesondere natürlich der Landtagsfraktion und der Landesleitung. Wir sind ein starkes Team, liebe Tanja, ein gutes Miteinander, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir tauschen uns aus mit unseren Ortsvorsitzenden und Kreisvorsitzenden. Wir haben einen breit angelegten Beteiligungsprozess im Auge und wir freuen uns alle auf das kommende Jahr, wo wir deutlich machen, die CSU und Bayern, das gehört untrennbar zusammen. Wir werden auch deutlich machen, wo die Unterschiede sind. Denn unser politischer Gestaltungsanspruch kennt in gewisser Weise eine Grenze, nämlich das Private. Und während Linksgrün den Menschen vorschreiben will, wie sie zu reden, was sie zu essen und wie sie sich fortzubewegen haben, sagen wir als CSU, das ist kein Modell für Bayern. Wir wollen auch weiterhin nicht, dass uns vorgeschrieben wird, was wir zu sprechen, zu singen und zu essen haben. Wir wollen auch weiter in einem Land leben, wo der Schützenkönig Schützenkönig heißen darf und nicht sprachlich weichgespült wird zur treffsichersten Person. Wir akzeptieren keine schwachsinnigen Genderregeln, die einen dazu nötigen, die Muttermilch künftig Menschen oder Elternmilch zu nennen. Und wir haben ja oft in der politischen Diskussion den Punkt, dass es heißt, da muss man Haltung zeigen. Haltung zeigen. Und wenn wir genauer hinschauen, dann merken wir, dass dieses Haltung zeigen oftmals etwas ist, was eher als links verstanden wird. Aber Haltung zeigen ist nicht, den Zeigefinger über andere zu erheben und eine Meinung durchzudrücken, die gar nicht mehrheitsfähig ist. Und uns ist wichtig, dass Haltung zeigen auch etwas ist, was wir als bürgerlich-konservative, als christlich-soziale tun dürfen, tun wollen und tun werden. Haltung zeigen ist nichts Linkes. Auch wir dürfen als bürgerlich-konservative, als christlich-soziale Haltung zeigen. Und Markus Söder hat ja einiges angesprochen in seiner Rede, an konkreten Inhalten, an konkreten Positionen. Und lasst uns doch auch wieder verstärkt gemeinsam deutlich machen, dass diese Positionen einer Haltung entspringen. Dass wir das Bürgergeld ablehnen, weil unsere Haltung fest fußt auf der kirchlichen Soziallehre mit Personalität, Solidarität und Subsidiarität. Dass diese kirchliche Soziallehre unsere Haltung ist in der Arbeitsmarktpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik. Und dass das, was uns beim Bürgergeld als soziale Gerechtigkeit verkauft wird, die größte soziale Ungerechtigkeit ist, weil sie ein Schlag ins Gesicht all jener ist, die jeden Tag in der Früh aufstehen, in die Arbeit fahren und dieses Land am Laufen halten. Das müssen wir deutlich machen. Und genauso ist es im Bereich beispielsweise der inneren Sicherheit. Auch hier ist es so, dass die starke innere Sicherheit, die wir in Bayern haben, ja auch einer Haltung entspringt, weil es hier um nichts anderes geht, also um das Urvertrauen der Menschen in den Staat, das Grundversprechen der Menschen, das Grundversprechen des Staates gegenüber den Menschen, ein Schutz- und Sicherheitsversprechen abgeben zu können. Und ich halte es für geradezu fatal, wenn ich mir anschaue, dass die Grünen unter Freiheit ein Recht auf Rausch verstehen. Das ist geradezu eine absolut fatale Verdrehung der Begrifflichkeiten von Recht und starkem Staat. Hier gilt es, dass der Staat seinem Schutz- und Sicherheitsversprechen gerecht wird und wir für eine starke innere Sicherheit einstehen. Und gerade im Bereich der Freigabe von Drogen ist mir dieses Schutz- und Sicherheitsversprechen auch sehr wichtig. Es sind hier mit Sicherheit auch einige Mütter und Väter, einige Großeltern, viele, die auch selbst Verantwortung haben für Kinder und Jugendliche und die sich Sorgen machen, inwieweit unsere Kinder und Jugendlichen in eine gute Zukunft gehen können. Und ich bin selbst Vater einer Tochter mit 9 Monaten. Und ich möchte nicht, dass meine Tochter in einer Gesellschaft aufwächst, wo sie sich Crack und Kokain kaufen kann wie Zahnpasta und Kaugummi. Und deswegen gilt hier das Schutz- und Sicherheitsversprechen des Staates und nicht ein pervertierter Freiheitsbegriff der Grünen, liebe Freunde.
Und deswegen mein Appell, zeigen wir Haltung, machen wir deutlich, bürgerlich-konservative Werte, christlich-soziale Werte sind zeitlos und haben uns zu der starken Partei gemacht, die wir sind. Haltung zeigen ist etwas, was auch wir als christlich-soziale, als bürgerlich-konservative tun dürfen. Wir stehen im Gegensatz zur Ampel für Kompass und nicht für Chaos. Wir sehen den Menschen im Mittelpunkt. Wir haben Bayern im Herzen und die Zukunft im Blick. In diesem Sinne, herzlichen Dank für euren Einsatz. Herzlichen Dank für eure Arbeit. Packen wir es an, miteinander für den Freistaat Bayern. Ich danke euch und Gottes Segen. Martin Huber war das, Moment. Der Generalsekretär der Partei. Ah, einen hat er noch. Die Grillsaison ist eröffnet.